Hallo liebe Schüler, heute geht es um die Unverknüpfung, die sogenannte Unverknüpfung. Wir schauen uns an, was das bedeutet. Am einfachsten geht es anhand von dieser Grafik. Das sind zwei Mengen. Einmal die Menge A, da ist ein Haufen Zahlen drin oder sind ein Haufen Zahlen drin. Und dann auch die Menge B, da sind auch ein Haufen Zahlen drin. Die können wir jetzt nicht sehen, aber das müssen wir uns vorstellen. So, und rot markiert ist die sogenannte Unverknüpfung. Das heißt, das, was bei beiden gleichzeitig drin ist, das könnte man auch nennen, diese Schnittmenge. Das heißt, das, was bei beiden gleichzeitig ist, das gehört zur Lösung. Und wenn wir uns jetzt diese Ungleichungen hier anschauen, die wir hier haben, da gilt das Gleiche. Beide sollen gleichzeitig gelten. Deswegen sind sie mit einer sogenannten Und-Verknüpfung verknüpft. Sieht man hier, indem es lila ist. Das heißt also, wir müssen beide Ungleichungen lösen und dann kommen doch Zahlenmengen raus. Einmal für die erste Menge und einmal die zweite Menge. Und dann müssen wir schauen, welche Zahlen sind in beiden Mengen gleichzeitig. Fürs Erste reicht es mir, wenn ihr jetzt beide Ungleichungen löst. Das heißt, die linke nach x auflösen und dann die rechte auflösen. Das heißt, bitte jetzt auf Pause drücken. Und weiter geht's in 3, 2, 1 und ich werde euch zeigen, wie es funktioniert. Zunächst einmal muss man natürlich nach x auflösen. Das heißt, ich bringe hier die 5 rüber und das funktioniert, indem ich minus 5 rechne. Auf der anderen Seite bringe ich das minus 8x auf die andere Seite rüber, dann bleibt ein 6x auf der rechten Seite stehen. Hier teile ich durch minus 2, um das x wegzubekommen und dann bleibt stehen x größer gleich minus 6. Aufpassen, dieses Ungleichheitszeichen ändert sich, da ich durch eine negative Zahl dividiere. Und hier muss ich durch 3 teilen. Das heißt, es entsteht ein durch 6 teilen ein 0,5 größer gleich x. Aber das schreibe ich andersrum. Und wenn man es andersrum schreibt, aufpassen, muss man es dann immer auch in die richtige Richtung lesen. Das heißt, hier stand eigentlich 0,5 größer gleich x. Jetzt steht eben, wenn man es von rechts nach links liest, x kleiner gleich 0,5. Beide Gleichungen schauen wir uns als Lösung an. Das heißt, x ist größer gleich minus 6. Und zugleich soll gelten, die zweite Lösungsmenge, x ist kleiner gleich 0,5. Mit einem Unverknüpft heißt, wir müssen jetzt schauen, welche Zahlen sind in beiden Lösungsmengen enthalten. Was gilt gleichzeitig? Das ist am einfachsten, wenn man sich auf einer Zahlenhalbgeraden anschaut. Oder auf einer Zahlengeraden anschaut. Hier sind es alle Elemente, die größer oder gleich sind als minus 6. Das heißt, das, was hier lila gekennzeichnet ist und die 6 gehört dazu, mache ich durch diese eckige Klammer kenntlich. Da drüben ist es so, dass alle Elemente gelten von 0,5, aber in die andere Richtung, nämlich kleiner als 0,5. Das heißt in die Richtung und dieses 0,5 gehört dazu. Das heißt, diese eckige Klammer ist dabei. Jetzt stellt sich die Frage, was ist denn in beiden drin? Nun, es geht bei beiden bis zu minus 6. Darüber hinaus fehlt es bei der. Da wäre zwar hier noch was dabei, aber das gilt ja nicht für diese Menge. Das heißt, bei minus 6 fängt das Ganze an. Und es geht bis 0,5, denn da hört diese Menge hier auf. Da wird es zwar weitergehen bei der, bis ins Unendliche, aber es muss ja beides gleichzeitig gelten. Jetzt ist die Frage, was ist mit den Zahlen minus 6 und 0,5 selbst? Na, hier gehört sie dazu, also gehört sie auch hier dazu. Bei beiden gehört sie dazu. Hier gehört die 0,5 dazu, die 0,5 gehört hier sowieso dazu, also auch hier. Das heißt, wir haben die Zahlen gefunden, für die beide Ungleichungen gleichzeitig gelten. Die Zahlen von minus 6 bis 0,5. Wie stellt man das jetzt dar? Einmal mit einer Doppelungleichung. Alle Zahlen von minus 6 sind kleiner oder gleich x oder kleiner oder gleich 0,5. Schaut euch das mal ein bisschen genauer an oder schaut mal im Internet nach Doppelungleichung. Da könnt ihr auch nochmal nachlesen, was das bedeutet. Ich persönlich schreibe es lieber so. Das ist das Intervall von minus 6 bis 0,5. Also quasi alle Zahlen von minus 6 bis 0,5 durch die eckigen Klammern gekennzeichnet, dass beide Zahlen dazukommen. Und das auf basierend auf der Menge Q. Dann weiß ich auch, dass die Zahlen dazwischen gelten. Was haben wir jetzt also heute gelernt? Wir wissen jetzt, was eine Unverknüpfung ist. Nämlich, dass ich zwei Zahlenergebnisse habe, zwei Mengen habe, die ich durch zwei Ungleichungen rauskriege. Und die müssen miteinander verbunden werden. Und dann schaut man, was in der Mitte rauskommt. Das heißt, was beide an gleichen Zahlen haben. Ist ein bisschen kompliziert und ich würde euch echt empfehlen, jedes Mal zumindest Skizzen zu machen. Ihr müsst nicht jedes Mal sauber eine Zahlengerade zeichnen. Es würde mir reichen, wenn ihr eine Skizze macht, nur um es euch vorzustellen. Ungleichungen lösen ist nicht schwer, aber eine Unverknüpfung herstellen, da muss man sich viel Gutes vorstellen können. Lernen bis zur nächsten Stunde. Tschüss!